Mein Name ist Doris Mürenberg und ich bin beim Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck tätig. Und dort habe ich die Aufgabenbereiche, das Fundmagazin zu organisieren und bekomme also auch diese Funde von der Großgrabung hier. Und ich bin eben für die Öffentlichkeitsarbeit des Bereichs zuständig und deswegen mache ich hier eben auch Führungen auf der Großgrabung und vermittle eben die Ergebnisse der Großgrabung. Wir haben ja schon viele Grabungen auf dem Stadthügel durchgeführt und haben natürlich dann bei jeder Grabung, so klein sie eigentlich auch ist, jeweils immer Puzzlesteinchen zusammensetzen können, sodass wir dann also Ergebnisse bekommen haben, die uns eben schon darauf hinwiesen, dass hier also das Gründungsviertel sein könnte. Und überall, wo Neubaumaßnahmen gemacht werden in Lübeck oder wo bestehende Gebäude abgebrochen werden, wo Bodeneingriffe getätigt werden, da sind die Archäologen sowieso zur Stelle, weil der gesamte Stadthügel Grabungsschutzgebiet ist. Also man darf hier auf dem Lübecker Stadthügel nichts machen, was den Erdboden betrifft, außer seine Blumenzwiebeln im Hof pflanzen. Alles, was ansonsten mehr als eine Spatenlänge in die Tiefe geht, da müssen die Archäologen dabei sein, weil der Untergrund des Stadthügels eigentlich voll ist mit B-Funden und Funden aus dem Mittelalter.